Guten Abend. Guten Abend. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Liebe Zuschauer, das ist nicht der 75. Geburtstag von Klaus Sommerfeld heute Abend, auch wenn man es glauben könnte. Das hier ist eine Event-Location vom Koch der Nationalmannschaft, von Holger Stromberg. Und wir feiern heute eine Betriebsfeier, eine besondere der VSS Immobiliengruppe. Hier drüben ist die Frau vom Chef, das ist die Susanne heute Abend. Du gibst so eine kleine Tussi. Der Blonde. Ja? Trink dir auch einen, damit du so ein bisschen anhänglich wirst. Und das ist der Big Boss. Klar, Marco, der Mann hat viel Geld, versteht aber wenig Spaß, gerade wenn es um seine Frau geht. Und zwei Plätze sind auch frei für die Überraschungsgäste, das ist ja klar. Hier wird gleich Platz nehmen Marc Keller, mein Komplize und ein bekannter Schauspieler, der seinen besten Kumpel mitbringt. Der Bergdoktor ist heute Abend hier. Ein Wahnsinn. Hans Siegel. Für euch ist es jetzt keine Überraschung mehr, aber Hans wird sehr überrascht sein. Denn er glaubt, das ist eine wirkliche Firma. Also gebt Gas, gebt euch Mühe und habt viel Spaß. Guten Appetit. Pünktlich um 19 Uhr treffen die beiden dann ein. Drinnen bereitet der Boss, ein Immobilienhändler mit osteuropäischen Wurzeln und Verbindungen, seine Frau darauf vor, dass er eine nachträgliche Geburtstagsüberraschung für sie hat. Hans Siegel hat erst nach reiflicher Überlegung zugesagt. Nur eine großzügige Spende für sein Charity-Projekt und das Drängen seines Freundes Marc konnten ihn dazu bewegen. Aber was er nicht ahnt, Marc Keller ist mein Komplize. Nein! Liebe Gäste! Oh mein Gott, der Bergdoktor! Das sind die zwei Überraschungsgäste. Ja, ich glaub's nicht. Guten Abend, Hans Siegel. Martin. Freu mich sehr. Uwe. Ja, so. Hallo. Genau. Hallo. Mensch, das ist ja Wahnsinn. Hallo, Herr Kahnweiler. Genau. Herr Dr. Kahnweiler. Genau. Ich bin sprachlos. Alarmstufe Rot, würde ich mal sagen. Ja. So viel ist Hans jetzt schon klar. Die Gattin steht auf seine Serie und auf die Serienhelden. Nach der Begrüßung der übrigen Gäste folgt Smalltalk beim Aperitif. Aber ich finde den Dr. Kahnweiler schon sehr toll, muss ich sagen. Ich mag ja lieber Ja, dann stehen Sie falsch rum. Ich würde mich gern mal von Ihnen behandeln lassen, wenn es. Also, Sie machen sich schön. Also natürlich schon auch von Ihnen, Herr Siegel. Ja, ja. Aber nur dann Mund zu Mund. Ja, das ist ja ich mache nur andere Diagnosen. Aber dafür Herzdiagnosen? Ja, ja, da würde ich. Nein, ja. Die Stimmung ist fast schon ausgelassen und die Gattin kommt in Fahrt. Jetzt wird erstmal Platz genommen. Herr Siegel, Herr Keller, nochmal Dankeschön für kommen. Danke, dass wir eingeladen sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich meine Frau überraschen könnte. Und ich wünsche euch schönen Abend und guten Appetit. Das haben wir so richtig schöne Rundungen. Sie trinken keinen Alkohol? Noch nie, noch nie. Aber ich wollte halt schon ein bisschen mit Ihnen feiern. Also, wann habe ich über die Chance? Ja, aber ich feiere mit Wasser oder mit Apfelschorle. Die ganze Zeit hat Susanne jede kleine Gelegenheit genutzt, um mit Marc Keller zu flirten. Jetzt legt sie richtig los. Also, Herr Keller, wenn Sie beide jetzt in der Straße irgendwo spazieren gehen würden, dann würde ich mich schon eher für Sie entscheiden. Ja, warum? Wenn Sie, nee, ich finde Sie einfach so sehr männlich. Es ist halt nur, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es der Herr Doktor. Aber Sie sind ja schon. Ja, ich bin ja Gott sei Dank sehr glücklich verheiratet. So ist es. Noch, aber der Abend ist ja noch lang. Der erste Gang wird serviert und danach äußert die Gattin einen Herzenswunsch. Ich bin absoluter Bergdoktor-Fan. Wie gesagt, weißt du, was ich mir wünschen würde? Noch eine einzige Szene. Könntet ihr mir beide noch eine kleine Szene? Können wir doch bitte noch mal mithelfen, dass wir den Bergdoktor spielen beim Abendessen in seiner Freizeit. Das passt ihm nicht, das kann er nicht, das will er nicht. Ich komme jetzt rein und mache dann. Sag Martin, wir müssen los. Nein, es ist wirklich ohne Quatsch. Es ist einfach wirklich so. Ich komme rein, kleine Szene. Martin, auf einen Sprung. Und Marc fällt ihm auch noch in den Rücken. Vera, wir sind genauso. Genau wie ihr.
Die beiden gehen für eine kurze Besprechung nach draußen. Und dort macht Hans erstmal klar, wer der Chef im Ring ist. Wenn ich sage nein, dann... Ja, ich weiß. Heißt es nein, dann sagst du nicht, ja, ich geh kurz raus und mach das. Ich weiß, aber... Aber dem Applaus des Publikums kann sich kein Schauspieler entziehen. Geh rein, fang an. Wie scheiße hast du uns eingebrochen? Nein, nicht. Wieso ich? Nach der Szene draußen kommt jetzt die aus dem Bergdoktor drinnen. Okay, komm jetzt rein, ja? Ja, du kommst rein. Gut, Achtung, also das ist jetzt quasi mein Doktortitel. Setz dich hin. Was gibt's? Du wirst es nicht glauben. Was ist los? Vera hat's mir gesagt. Was hat sie gesagt? Vera ist schwanger. Aber Martin. Was heißt sie aber Martin? Ich meine, du hast sie geschwängert, du wolltest sie schwängern, bist aber unfruchtbar, sie ist schwanger. Jetzt überleg mal, 1 und 1 mal 2. Dann hat sie mich betrogen. Aber da... Könnte umständlich sein. Okay, Schluss. Okay. Ich hab dich gut. Wahnsinn. Ein Geburtstagsgeschenk. Ja, vielen, vielen Dank. Susanne flirtet aggressiv weiter. Aber das mit der Fruchtbarkeit, das war jetzt nicht echt, oder? Weil ich glaube, Sie sind schon sehr fruchtbar, oder, Herr? Naja, zumindest. Das kann ich bestätigen, ja. Dem Bergdoktor wird's langsam peinlich. Der Big Boss wird sauer. Susanne wechselt den Platz, um noch schärfer rangehen zu können. Nicht nur unter den Tisch. Mark tut so, als wäre ihm Susannes Geflirte langsam selbst unangenehm. Er informiert Hans, aber der hat das längst mitbekommen. Genau wie der Ehemann. Ist er schon wieder weg? Hans will ablenken. Ja, bei dir. Alles schön. Aber da müsst ihr euch mal in Ruhe unterhalten. Das macht's. Ja, gut, aber es geht um dich jetzt hauptsächlich. Dem Gastgeber gefällt diese Situation natürlich gar nicht. Hans hat Gesprächsbedarf. Er will sich Marc zur Brust nehmen. Jetzt legt mir das Handy weg, Mann. Ja, die kriegt es doch mit. Die füttert mich. Die geht unter den Tisch mit Beinchen an mich ran. Ich rutsch rüber. Er ist auch schon nicht mehr amüsiert. Nee, und nicht. Hans weiß, das könnte brenzlig werden und rät Marc dringend, die Finger von ihr zu lassen. Guter Freund, ein guter Freund. Der bringt dich um. Nein, aber ich kann mir nichts dafür. Dann macht er eine klare Ansage. Ende der Diskussion. Ich rede ohne rüberzuschauen. Wir reden jetzt nicht mehr drüber. Er merkt, die Situation läuft aus dem Ruder. Kaum sitzen sie, macht Susanne munter weiter. Aufpassen. Ich möchte gerne mal mit dir Brüderschaft trinken. Marc pfeift auf den Rat von Hans und flirtet heftig zurück. Und der Bergdoktor verzweifelt langsam. Ja, und jetzt küssen. Man sieht Hans Siegel an, er will eigentlich nur weg. Aber es gibt kein Entkommen. Und nun wird auch noch eine Mitarbeiterin zudringlich. Jetzt ist aber wirklich... Sie haben ja immer noch was im Glas. Ja, so ist das. Vor den Augen des Chefs. Ach, ich wollte schon immer einen Bergdoktor küssen. Darf ich auf die andere noch mal Seite? Einen, jawohl. Stift Lass das Glas bitte dort. Aber wieso? Lass das Glas dort und genauso. Aber ich hab doch das Essen ist doch Glas noch gar nicht fertig. Alles gut. Wir sprechen nach Hause. Sofort. Aber Chef, ich hab sofort noch nach Hause. Ja, Hans, du hast es geahnt. Mit dem Mann ist nicht gut Kirschen essen. Kann ich mich noch mal hinsetzen? Ist in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Alles gut. Wir sprechen uns morgen. Herr Siegel weiß, die Mitarbeiterin war nur das kleinere Problem. Denn neben ihm flirten Marc und Susanne ungeniert weiter. Marc verschwindet Richtung Toilette. Und Susanne steht auch auf. Und Hans bekommt genau mit, wer da seinem Marc nachsteigt.
Er war auch draußen. Du, ich muss dir auf jeden Fall mal sagen, deine Frau ist mit diesem Herrn Keller gerade in der Toilette verschwunden. Mhm. Ist das Frauenwelt? Nee, im Gegenteil. Schütten Sie Ihre Frau? Ich meine. Ist nicht, er versucht seine sehr seltsame Situation. Kritik. Also. Marco, ich werd das. Ich, es gibt nicht. Es ist nicht. Also. Glauben Sie, besser ist, wenn er keine Fehler macht jetzt. Er macht keinen Fehler. Weil das tut die Stichter nicht. Das macht, also. Macht keinen Fehler. Geht doch gar nicht. Ich gerade ein Foto. Geht doch überhaupt nicht. Das war aller Liebe. Macht das jetzt so? Oh, jetzt ist Feierabend. Mark Keller kommt zurück mit Lippenstift am Mund. Es wird immer klarer, Hans will eigentlich nur noch hier raus. Ich glaube, haben Sie da was an der... Haben Sie was am Gesicht? Hm? Haben Sie was am Gesicht da? Was habe ich am Gesicht? Gucken Sie bitte da, was Sie am Gesicht haben. Ich habe ein Gesicht, ich habe keinen Spiegel mehr. Hans? Setz dich bitte. Und jetzt sagen Sie mir, Keller, was haben Sie jetzt in die Toilette gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ihre Frau ist höchst aggressiv und Ihre Frau, die steht auf mich. Ich kann nichts. Wie bitte? Ja, aber ich habe keine Ahnung, oder was, vielleicht ist das zu viel. Ich habe doch weiß, was. Fragen Sie mich. Wollen Sie jetzt hier komplett Arschloch von mir machen, Vollidiot. Sag, kann du sie, was soll ich denn sagen? Wir haben uns hier unterhalten. Hans, sag doch was, du hast doch mitgekriegt. Was ist denn das jetzt? Was ist los? Hans, sag was, das stimmt nicht. Hans, du hast doch mitgekriegt. Ja. Plötzlich klopft es an der Tür. Was ist denn da los? Hey, da ist die Tür, Mann, mach die Tür auf. Sonst wird dich komplett aussetzen. Sag mal, Geschäftspartner vielleicht. Lass ihn rein, bitte. Was ist denn da? Für einen Moment ist Hans Siegel total verwirrt. Was wird hier gespielt? Lieber Hans, herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Noch ist er aber nicht ganz sicher, wer denn das Opfer ist. Aber dann begreift er endlich. Das war so gut gemacht.